Früher sah die Mercedes A-Klasse so aus. Ja, kein echter Hingucker, aber zu der Zeit das einzige Fahrzeug von Mercedes im Kompaktsegment. Doch seitdem ist viel passiert. Im Jahr 2012 hat Mercedes ein komplett neues Design für die A-Klasse präsentiert. Weg vom alten, langweiligen Opa-Auto und Elchtester hin zur modernen Kompaktklasse. Seitdem ist das Kompaktsegment bei Mercedes massiv gewachsen. Und ich schaue mir jetzt mal an, was hat sich eigentlich beim Design seitdem bei den Kompakten getan. Mit der neuen Form spricht die A-Klasse nun auch jüngere Kunden an und konnte so ihre Zielgruppe deutlich erweitern. Der Idee vom Minivan in der Kompaktklasse bleibt Mercedes mit der 2011 eingeführten und 2014 überarbeiteten B-Klasse jedoch treu. Mit der Einführung des neuen Modells 2018 verändert sich das Design der B-Klasse jedoch ebenfalls deutlich. Dank längerem Radstand, einer leicht abgesenkten Dachlinie und bis zu 19 Zoll großen Rädern wirkt sie nun deutlich dynamischer. Unterstrichen wird der Eindruck durch die jetzt flachere Frontpartie mit den deutlich schmaleren Scheinwerfern. Zudem wurden viele harte Kanten entfernt und die Proportionen so angepasst, dass der Sportstourer weniger nach Van und mehr nach Sport aussieht. Bei der A-Klasse hat man sich im Zuge der Neuauflage 2018 ebenfalls vieler Sicken und Kanten entledigt. Besonders auffällig ist die nun weichere und weniger steil aufsteigende Linie an der Seite, die unter anderem auch die ersten B-Klassen zierte. Zudem präsentiert sich die A-Klasse von vorne dank neuer, schmaler und schräg ausgerichteter Scheinwerfer aggressiver. In Verbindung mit dem breiten, sich nach unten öffnenden Kühlergrill entsteht so ein deutlich sportlicherer Look. Gordon Wagner hat es während der Weltpremiere der A-Klasse so beschrieben. Die Proportion der A-Klasse ist toll, das neue Gesicht ist fantastisch. Unser, wir nennen es Raubtiergesicht mit den dreieckigen, schrägen Scheinwerfern, sehr aggressiv, sehr progressiv, mit unserem Sportgrill kombiniert. Die lange Haube, die das Auto so sportlich macht. Die großen Räder, wie das Auto auf den Rädern steht, der Stance über die Radlippen, über die Schulter hinten. Und dann natürlich im Interieur, dass das Interieur eine Wertanmutung hat, eine Qualität von Luxus, den es in dem Segment überhaupt nicht gibt und teilweise auch über ein, zwei Segmente darüber. Zusätzlich zu der radikalen Veränderung der A- und B-Klasse hat Mercedes das Angebot im Kompaktsegment mittlerweile auf insgesamt 8 Modelle ausgebaut. So stehen neben der A-Klasse, A-Klasse Limousine und Langversion der Limousine, die B-Klasse, der CLA als Coupé und Shooting Brake sowie der GLA und GLB in den Verkaufsräumen der Mercedes-Händler. Und jedes einzelne Fahrzeug repräsentiert die neue Designsprache der Marke. Eine große Veränderung zeigt sich zum Beispiel auch bei den Gesichtern der Fahrzeuge. Wo früher Glühlampen ihren Dienst verrichteten, findet man nun LEDs. Mit der Einführung der LED-Technologie wurde das Licht am Fahrzeug für die Designer immer wichtiger, denn es gab mehr Möglichkeiten. Und heute finden wir nicht nur einzigartige Tagfahrlichtsignaturen am Fahrzeug, die sofort erkennen lassen, welche Marke und zum Teil sogar welches Modell es ist, sondern wir finden auch unterschiedliche Hauptscheinwerfersignaturen. Und dank dieser Technologie wird das Gesicht der Autos heutzutage noch mehr bestimmt durch ihre Augen. An den Heckleuchten kann man noch einmal sehr gut erkennen, wie wichtig LEDs für die modernen Autos und natürlich auch für das moderne Autodesign sind, denn wir haben hier zwei komplett voneinander getrennte Leuchtkörper. Wir haben mittlerweile Blinker, die wischen, also wir haben dynamische Blinker und wir haben hier tatsächlich zum Teil eben richtig schöne Formen, mit denen wir arbeiten können. Das macht natürlich einem Designer, wenn es ums Lichtdesign geht, richtig Spaß. Die größere Produktvielfalt stellt das Designerteam vor komplett neue Herausforderungen. So sind mit dem GLA und GLB nun auch Crossover bzw. SUV bei den Kompakten zu finden. Der aktuelle Mercedes GLA wurde erst kürzlich vorgestellt und ist trotz seiner SUV-Gene eher sportlich ausgelegt. Nur die Beplankung an den Radhäusern und Schwellern sowie der angedeutete Unterfahrschutz und eine leicht erhöhte Bodenfreiheit erinnern an ein SUV. Die Seite vom neuen GLA ist ein gutes Beispiel für diese Idee der sinnlichen Klarheit, denn wir sehen hier an der Seite eigentlich fast keine harten Linien mehr. Die einzige ist diese hier. Ansonsten haben wir eine komplette fließende Fläche. Beim eher praktisch ausgelegten GLB standen die Designer vor ganz anderen Aufgaben. Denn als einziger kompakter Mercedes mit bis zu 3 Sitzreihen ist er relativ lang, soll jedoch nicht so aussehen.
Wichtig war Mercedes bei dem Fahrzeug, die Länge zu kaschieren. Und das hat man durch so ein paar Designkniffe gelöst. Zum Beispiel haben wir hier diese Grafik, die wir hier sehen, kriegt hier so einen Schwung nach oben. Das sorgt dafür, wenn wir uns das Auto von der Seite anschauen, wir schauen und hier hören wir quasi auf zu gucken. Und deswegen wirkt der Wagen kürzer, als er eigentlich ist. Außerdem ganz wichtig für Mercedes, sehr hohe Scheiben. Das sorgt dafür, dass das Auto höher wirkt und damit eben kürzer. Und das gibt dem Auto dann einfach diese schönere Proportion. Ich finde übrigens, von der Seite sieht er ein bisschen aus wie ein kleiner GLS. Außerdem wichtig, es ist ein SUV und deswegen hat er nicht nur 20 cm Bodenfreiheit, sondern er hat auch diese typischen Rathausbeplankung und die Seitenbeplankung, die dem Auto einfach so ein bisschen den robusten Look geben sollen. Die Kernmerkmale der Marke Mercedes wie Qualität und Komfort gepaart mit moderner Technik erwarten die Kunden natürlich auch im Innenraum. Und so hat sich auch hier im Laufe der Jahre einiges getan. Mittlerweile gibt es auch im Interieur für die Designer viel mehr Möglichkeiten. Denn neben neuen Oberflächen und neuen Materialien finden wir jetzt zum Beispiel auch Dinge wie Displays, wie Touchscreens. Und das heißt, wir haben nicht mehr nur noch Knöpfe, sondern wir haben eben Sensoren, mit denen wir arbeiten können. Wir haben glasüberbaute Oberflächen und vieles mehr. Wo früher Schwarz, Grau und Beige dominierten, geht es heute deutlich farbenfroher zu. Neben Oberflächen aus unterschiedlichen Hölzern und Metallen findet man nun Klavierlack, Carbon und viele farbige Akzente. Und das gilt natürlich auch für die AMG-Modelle der jeweiligen Serie. 2013 stellt Mercedes den AMG A45 und somit seinen ersten echten Sportler in der Kompaktklasse vor. Mittlerweile gibt es für fast jedes Kompaktmodell auch eine Performance-Variante, was die Designer vor neue Herausforderungen stellt. Denn neben der sportlichen Optik müssen die AMG-Modelle auch dank ihrer Aerodynamik auf der Strecke halten, was sie versprechen. Seit der Vorstellung der ersten A-Klasse im Jahr 1997 wurden weltweit mehr als 7 Millionen Fahrzeuge dieses Segments von Mercedes ausgeliefert. Und der Markt der Kompaktmodelle wächst weiter, weshalb wir auch in Zukunft sicher viele spannende Entwicklungen in diesem Segment erleben dürfen.